Hallo, ich bin David. Manche kennen mich auch schon von Mark aus Diamond. Und ich möchte eine Replay-Analyse machen. Gleich vorweg, was ich jetzt hier nicht mache, ist ein Spiel casten und das unheimlich spannend dabei machen, sondern ich will vielmehr euch zeigen, was sind so die Gedankengänge bei den Spielerinnen und Spielern hinter den Aktionen, die sie hier machen. Also soll das Ganze auch so eine kleine Art von Tutorial und Hilfestellung sein und das Ganze soll sich richten an Spielerinnen und Spieler aus dem Bereich von Bronze bis etwa Platin. Das Spiel ist hier ein Protoss gegen Protoss. Hier unten an der 6 Uhr Startposition, das bin ich, der blaue Protoss, und auf der 3 Uhr Position befindet sich mein Gegner, Soziogen, auf der 3 Uhr Position. Und die Map ist Metropolis. Die Map wird im Moment gerade aus der Ladder entfernt, die kommt aber auch wieder in die Ladder rein. Da will Blizzard ein bisschen was fixen. Da hatten manche Leute wohl FPS-Probleme auf der Map. Ja, und die Map ist symmetrisch und sie hat vier Spawn-Positionen. Da schaut einfach auf der Minimap, wo ich euch das mit der Maus zeige. Abgesehen von den beiden Spawn-Positionen, auf denen wir beide spawnen, gibt es hier noch eine Spawn-Position und dort. Man kann allerdings auf dieser Map nicht in der gleichen nördlichen bzw. südlichen Hälfte spawnen. Also mein Gegner weiß, dass er nicht mit mir zusammen im Norden spawnen kann. Man muss auf jeden Fall an diesen beiden Watchtowern hier und dort vorbei. Und mein Gegner weiß das und deshalb schickt er auch sofort eine Probe runter in meine Richtung. Und was ich euch hier zeigen möchte, ist, wie man einen Zealot Rush auffällt. Mein Gegner macht nämlich einen Proxy Two Gate. Proxy heißt im StarCraft-Universum in der Szene so, dass man ein Gebäude taktisch baut, meistens in der Nähe vom Gegner. Und das macht er hier. Und Two Gate, er wird also zwei Gateways bei mir in der Nähe von der Base bauen. Ja. Das macht er jetzt hier unten, weil er weiß, dass ich entweder auf dieser Startposition sein muss oder auf dieser Startposition, wo ich bin. Ja, ich mache ein relatives Standard-Opening. Bei 12 von 18 Supply habe ich hier mein erstes Gateway gebaut. Ich baue weiter Probes durch. Ich werde dann, wenn ich 75 Mineralien habe, mein Gas nehmen und dann einen zweiten Pylon adden. Allerdings, was ich eigentlich machen würde, ist, wenn mein Gateway fertig wird, auch den Cybernetics Core bauen. Aber dazu kommt es nicht, weil ich meinen Gegner jetzt auch gerade scouten werde. Und ich werde dann halt sehen, dass mein Gegner kaum was am Start hat. Zu dem Zeitpunkt, wenn ich in seiner Base ankomme, sehe ich dann nämlich, dass er wesentlich weniger Probes hat als ich. Ich habe 15 Probes, mein Gegner hat gerade mal 12. Ich sehe, dass er kein Gas genommen hat und ich sehe nur einen Pylon. Das heißt, er versteckt irgendwo seinen Tech und zu dem Zeitpunkt weiß ich eigentlich, irgendetwas Fischiges geht hier vor sich. Und zwar wird es wahrscheinlich ein Zealot Rush sein. Ja, deshalb muss ich Verteidigungsmaßnahmen ergreifen und ich werde jetzt keinen Cybernetics Core bauen, wie ich es eigentlich machen würde. Und ich entscheide mich auch dafür, dass ich erstmal gar kein Gas brauche. Weil ich erstmal alle Mineralien, die ich zur Verfügung bekommen habe, nutzen muss. Und mit Gas kann ich eh nichts anfangen, wenn ich keinen Cybernetics Core baue. So, stattdessen entscheide ich mich hier für eine Forge. Warum eine Forge? Wenn wir gucken, was mein Gegner so am Start hat, weil mein Gegner wird jetzt das zweite Warp Gate fertig und der erste Zealot ist schon halb fertig. Ich habe noch gar keinen Zealot angefangen. Selbst wenn ich zu diesem Zeitpunkt ein zweites Gateway adden würde, es wäre einfach nicht. Ich würde zeitlich nicht mit seinem Zealot-Count mithalten können. Also, wenn zu dem Zeitpunkt, wenn mein Gegner halt drei Zealots hat, ihr seht das, er hat auch seinen ganzen Chrono-Boost gespart. Das ist auch was ich beim Scouten gesehen habe. Ich würde es nicht mehr schaffen mit einem Gateway. Deshalb muss es eine Forge sein, weil mit Cannons kann ich mich hier gut verteidigen. Oh, der erste Zealot kommt jetzt in meine Base. Ich Chrono-Booste auf jeden Fall auch meinen ersten Zealot raus. Und es ist auch keine Schande, sich mit Probes zu verteidigen. Was ich jetzt mache ist, ich mache die Geschwindigkeit mal von Replay ein bisschen runter und ihr seht, dass ich die Probes, die Schaden nehmen von dem Zealot, dann auch wegmicro. Ja, ihr müsst da unheimlich schnelle Fingerfertigkeit für haben. Ihr seht, die beiden Probes habe ich hier gerettet. Es ist sicherlich auch keine Schande, wenn man im Bereich von Bronze bis Platin auch schon mal eine Probe verliert. Aber wenn ihr mal schaut, ich habe 6 Probes Vorsprung. Ihr seht das hier im Unit-Tab. Und das ist auch
genau das, wo ich darauf achten muss, dass ich diesen Vorsprung, den ich hier habe, dass ich den auch behalte. Weil wenn ich den rasch abwehre, dann ist das mein großer Vorteil. Ja, im Grunde geht es jetzt darum, dass man versuchen muss, irgendwie die Zeit zu überbrücken, bis die erste Cannon da ist. Das ist halt unheimlich schwierig, weil ihr seht jetzt hier, mein Gegner ist jetzt mit drei Zealots am Start in meiner Base, während ich nur einen habe. Das heißt, ich muss mich auch weiter verteidigen mit meinen Probes, bis meine Cannons in meiner Main Base fertig werden. Ja, und ich versuche, die Zealots von meinen Gegnern immer weit weg zu locken von meiner Cannon, die gebaut wird. Und dabei bin ich die Rampe hier so ein bisschen runter geraten. Was ich hier übrigens gemacht habe, das war so ein Mineral Walk. Ihr könnt Probes anvisieren und mit einem Rechtsklick auf Mineralien klicken. Dann laufen die durch freundliche und durch gegnerische Einheiten hindurch, falls ihr es gerade da an der Stelle gesehen habt. So, ich habe jetzt zwei Cannons. In so einer Situation braucht ihr mindestens eine Cannon, um das Ganze zu halten. Und ihr solltet darauf achten, dass die Cannons möglichst viel Fläche eurer Base verteidigen können. Deshalb habe ich auch eine zweite Cannon hier gebaut, weil meine erste, die hätte hier diesen Extraktor und die Probes nicht beschützen können. Oh, ich habe in der Base vom Gegner einen Pylon gebaut. Das habe ich deshalb gemacht, weil ich habe ja schon eine Forge. Ich hätte jetzt hier Cannon rushen können. Allerdings hat mein Gegner das auch gescoutet, deshalb versuche ich es ja gar nicht erst. Es hätte sich nicht gelohnt. Normalerweise würde ich natürlich nicht Cannon rushen. Ich mache es jetzt hier an der Stelle, weil ich weiß, dass die Einheiten meines Gegners in meiner Base waren. Auch wenn ich jetzt hier keine Cannons platziert habe, hat es doch mindestens dafür gesorgt, dass mein Gegner mit Zealots zurück in seine eigene Base rennen musste. Trotzdem ist er smart genug und hat halt drei Zealots an meiner Rampe positioniert. Und das ist auch ein kompletter Wall-off. Hier kommt man auch nicht durch. Ja, jetzt ist der Zeitpunkt, wo sich fast ein normales Spiel hier eigentlich rausentwickelt. Und der nächste Schritt ist, dass ihr definitiv euren Cybernetics Core gesetzt haben müsst. Nachdem die Cannons fertig sind, muss der Cybernetics Core kommen und ihr müsst dann auch eure Stalker Production beginnen. Und das ist deshalb so wichtig, weil eure Verteidigung nur auf Cannons beruht. Wenn der Gegner früher Stalker am Start hat als ihr, dann kann der mit der Range der Stalker eure Tech Buildings wegsnipen. Und ihr könnt euch nicht verteidigen, eben weil die Cannons nicht laufen können und sie eben nicht irgendwann nicht mehr den kompletten Bereich eurer Base abdecken. Vor allem nicht mit der Range, die die Stalker vom Gegner haben. Ja, weil ich weiß, dass mein Gegner auch Stalker ausnutzen wird für diesen Effekt, habe ich mich auch hier für eine Robe entschieden. Und ich booste jetzt auch gleich einen Immortal raus und baue komplett nur noch Stalker ab jetzt. Stalker rangen auch unheimlich gut Zealots aus. Das liegt auch daran, weil man mehr Movement Speed hat mit Stalkern. Das seht ihr hier. Man kann da unheimlich schönes Hit and Run Micro machen. Und mein Immortal sollte genau zu dem Zeitpunkt hier fertig werden, wenn mein Gegner seinen Warp Gate Tech fertig hat und seinen ersten Warp N macht und dafür versucht anzugreifen. Also wenn sich aus so einer Situation ein normales Spiel nochmal entwickelt, dann sind Immortals auf gar keinen Fall eine schlechte Entscheidung. Ihr seht jetzt hier auch mal, wie krass so ein Immortal eigentlich reinhaut gegen eine Stalker-Armee. Also mein Gegner verliert jetzt hier seine komplette Armee. Ihr seht das auch im Unit-Tab, dass er seine komplette Armee verliert. Ich kann mir auch denken, dass es seine komplette Armee war. Und deshalb weiß ich bin jetzt nicht nur mit Probes, nach wie vor mit 5 Probes im Vorteil, sondern ich habe auch eine komplette Armee, während mein Gegner gar nichts hat. Ja, und aus dem Grund entscheide ich mich jetzt gleich auch dafür zu expandieren. So, was ich aber hätte eigentlich auch machen müssen, ist, ich hätte meinen Gegner seine Proxy-Buildings auch rausnehmen müssen. Das mache ich nicht. Wenn ich das Spiel nochmal spielen würde, hätte ich es natürlich gemacht. Wenn ihr jetzt mal nur meine Sicht seht, dann seht ihr, dass ich gar nicht wusste, dass er dort seine Proxy-Gates hatte. Ich hätte dann auch scouten sollen und scouten müssen. So, stattdessen mache ich einen Contain jetzt meinerseits, während mein Gegner mich hier erst an der Rampe contained hat. Also contained heißt halt blockieren, also eine Blockade machen, so, wenn ich das mal auf Deutsch übersetzen würde. Ja, das mache ich jetzt bei ihm. Ich scoute mit einer Probe, ob
mein Gegner seinerseits schon eine Expansion hat. Ich habe damit rechnen können, dass er keine hat, weil das wäre ziemlich riskant gewesen, wenn er das so hätte versucht, als Follow-up nach seinem gescheiterten Rush. Es ist im Grunde eine ganz sichere Strategie, dass ich das jetzt mache, weil ich ja derjenige bin, der eine Armee noch über hatte. Ja, und was ihr an so einer Situation nicht machen müsst und auch nicht solltet, ist sofort die Rampe hochrennen. Weil mein Gegner hat hier drei Sentries, die haben alle genug für zwei Energie für zwei Force Fields. Das sind sechs Force Fields. Damit kann man nicht nur unendlich lange die Rampe blockieren, sodass ich hier eh nicht hochkäme, sondern er könnte auch immer ein, zwei Stalker mir hier rausnehmen, wenn ich versuche hier hochzunehmen, rausnehmen aus meiner Armee, downfokussen. Und ich würde langsam aber sicher immer wieder an Armee und an Supply verlieren. Und das ist halt im Grunde sicher ein typischer Anfängerfehler, dass man, naja, dass man eben versucht, zu schnell das Spiel zu beenden. Man kann da auch langsam versuchen, die Vorteile, die man hat, auszubauen. Das kann man machen, indem man zum Beispiel eine Expansion nimmt. Und man kann es machen, indem man weiter techt. Und ich habe zum Beispiel das +1 Attack Upgrade genommen. Es ist keine Pflicht, könnt ihr machen, wenn ihr Gas überhaupt in so einer Situation. Aber es ist halt ein Beispiel dafür, wie man versuchen kann, Vorteile auszubauen, wenn man sie einmal hat im Spiel. Was ich auch gemacht habe, ist, ich habe jetzt Observer gebaut. Ich habe einen an meiner Expansion und ich schicke auch einer zu meiner Main Base. Wichtig ist, dass es zwei Observer sind und dass es überhaupt einen Observer jetzt gibt, weil ein typischer Follow-up eigentlich von einem gescheiterten Proxy-Gate ist, dass man zum Beispiel Dark Templar spielt. Und eine andere Geschichte ist, ich kann die auch benutzen, um seine Rampe hochzuschießen, weil wenn wir jetzt nur meine Sicht nehmen, ihr seht, der Observer sorgt halt für Sicht. Das ist übrigens das Force Field, von dem ich gesprochen habe, das uns daran hindert, dass wir das Spiel beenden können. Aber man kann auch gucken, dass man sonst noch hier, dass man sonst noch hier rausnehmen kann. Hier zum Beispiel das Warp Gate. Und auch hier an den Pylon würde ich rankommen. Das mache ich auch gleich noch, dass ich den rausnehme. Ja. Und der zweite Observer ist halt unheimlich wichtig hier, dass ich damit auch noch einen Detektor habe an meiner Expansion, die ich gebaut habe. Ja, ich mache jetzt hier einen Pylon. Der Pylon hat so eben die Reichweite, um hier auch hoch zu warpen. Und er ist gerade eben aus der Reichweite der Sicht von meinem Gegner. Und ihr seht jetzt hier den Zealot, warp ich rein, kann mein Gegner gar nicht sehen und der läuft jetzt in die Mineral Line. Ja, der Plan eigentlich von mir war hier an der Stelle, dass ich meinen Gegner halt aus der Position herauslocke, indem ich mit meinem Zealot seine Mineral Line harasse. Aber mein Gegner ist trotzdem an der Rampe geblieben. Ich habe unheimlich viel von meiner Armee verloren, weil ich an seinen Force Fields scheitere. Aber es ist im Grunde halb so wild, weil währenddessen nehmen hier schon der zweite Zealot übrigens, Zealot seine Mineral Line auseinander. Ja, und jetzt hat er es auch gemerkt, ist halt aus der Position raus und ich bin seine Rampe hochgekommen. Ja, und hier ist eigentlich das Spiel jetzt entschieden. Ich hätte mir auch mehr Zeit lassen können. Ich hätte den Curtain auch unten an der Rampe länger fortführen können. Das ist so eine Sache, die könnt ihr im Grunde auch machen, wenn ihr wollt. Wenn ihr euch nicht so wohl fühlt mit der Geschichte, mit den Pylon, wie ich das gemacht habe. Aber wichtig ist, dass ihr nicht sofort die Rampe hochstürmt. Wichtig ist, dass ihr versucht, Vorteile auszubauen. Wichtig ist auch, nicht sofort glauben, oh, jetzt habe ich den Vorteil, jetzt muss ich gewinnen. Es gibt also so einen Spruch, den als StarCraft 2-Szene ziemlich geläufig ist: When you are ahead, get more ahead. Also, wenn man vorne ist im Spiel, wenn man sich vorne fühlt oder wenn man weiß, man hat gerade die komplette Armee vom Gegner vernichtet, so wie ich das hier in dem Spiel habe, ja, dann einfach weiter versuchen, den Vorteil ausbauen. Ja, ich fasse nochmal im Grunde zusammen. Ihr könnt, wenn ihr scoutet, dass euer Gegner unheimlich viel Chronoboost-Energie gespart hat, wenn er sein Tech versteckt hat und kein Gas genommen hat, davon ausgehen, dass es sich um ein Proxy-2-Gate handelt an der Stelle. Das heißt eurerseits, dass ihr auf euer Gas erstmal verzichten könnt. Wenn ihr früh genug scoutet, könnt ihr sogar den Extraktor komplett abbrechen. Ich habe hier eine Probe auf Gas gelassen. Ihr könnt auch, falls ihr glaubt, ihr braucht die Mineralien komplett mit Gas abbauen, erstmal warten. Wichtig ist, dass ihr mindestens eine Cannon baut und die Cannon oder die Cannons sollten möglichst viel Raum und Platz in eurer Base beschützen können. Ja, und wenn ihr dann noch ein bisschen Micro habt mit den Zealots, die ihr auch dann Chrono boosten solltet und mit euren Props, die ihr zur Verteidigung dann heranzieht, ja, solltet ihr auch dann ein Spiel gewinnen können. Noch. Gut.
Ja, ich kann mir vorstellen, hiervon auch ein paar mehr Sachen zu machen mit Freeplays von mir und auch vielleicht von anderen Leuten. Und wenn ihr mehr von mir sehen möchtet oder lesen möchtet oder hören möchtet, dann könnt ihr das nicht nur bei Mark Goes Diamond oder hier bei Replay-Analysen, sondern ich habe auch einen Blog und ich freue mich da auf jeden Fall über Kommentare und Besucher. Und die Adresse vom Blog, die wird gerade hier unten eingeblendet. Ja, und ich sag mal, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!